Hallo Internet und herzlich willkommen zu Let's Play Cuphead The Delicious Last Course. Wir werden dieses wunderschöne Spiel gemeinsam durchspielen. Ja Leute, wie viele von euch wissen, liebe ich Cuphead. Ich habe das Hauptspiel Anfang 2019, glaube ich, hier auf meinem Kanal geletsplayt. Und ich hatte unglaublich viel Spaß dabei. Ja, von daher freue ich mich sehr, dass im Jahre 2022 ein DLC zu Cuphead erschienen ist. Und zwar, wer hätte das gedacht? The Delicious Last Course. Ja, hört man ja auch im Hintergrund. Ich habe bislang zwar nur so ein paar Screenshots gesehen, bin aber jetzt schon begeistert und habe dementsprechend natürlich auch richtig Lust, das Spiel durchzuspielen. Ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen auch einfach mal an. Ach so, nee, Moment, eine Sache noch. Um dem Motto meines ursprünglichen Cuphead-Let's Plays treu zu bleiben, gibt's hier übrigens keine gekünstelten Wutanfälle oder Ausraster wie bei den meisten Cuphead-Let's Plays. Ich werde mir das Spiel einfach ganz gemütlich mit euch anschauen, ruhig bleiben und mir natürlich sehr, sehr viel Mühe beim Zocken geben. Ja, vermutlich wird der DLC nämlich genauso schwer wie das Hauptspiel, aber mal gucken. So, jetzt aber genug gelabert. Ja, an alle, die bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, viel Spaß und los geht's. Unsere Reise beginnt beim Fährmann auf der ersten Insel. Der legendäre Kelch hat mir eine Nachricht für euch gegeben. Er braucht eure Hilfe. Eine ferne Insel, eine geheimnisvolle Entdeckung. Das Boot ist bereit. Lasst uns ablegen. Na dann, los geht's. The Delicious Last Course. Was könnte der legendäre Kelch so weit hier draußen suchen? Meine Güte, Tassilo, ich weiß es nicht. Hoffentlich geht es ihr gut. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Heiliger Bimbam, ihr habt es geschafft. Ich habe fantastische Neuigkeiten. Und all das hat mit diesem Keks hier zu tun. Nehmt einen Bissen und seht selbst. Es hat geklappt. Es hat echt geklappt. Ich bin wieder am Leben. Aber jetzt bin ich ein Geist. Was geht hier vor? Alles geht runter und drüber. Folgt mir, Jungs. Ich kann euch alles erklären. Ich versuche schon eine Ewigkeit aus der Astralebene zu entkommen, aber vergeblich. Bis jetzt. Jungs, ich möchte euch gerne jemanden vorstellen. Konditormeister Salzbäcker. Das ist der beste Konditor im ganzen Land. Willkommen in meiner Backstube. Ah, Fräulein Kelch. Wie ich sehe, hat mein Keks Wunder gewirkt. Oh, bei den Sternen. Oh, ich bin wieder ein Geist. Oh je, ganz schön launisch dieser Keks. Er schmeckt süß, aber die Wirkung hält nicht lang. Macht euch keine Sorgen, kleine Tassen. Ich habe ein fantastisches neues Rezept. Nur ein Bissen von dieser Wundertorte und ihr habt die vollständige Kontrolle über die Astralebene. Kann diese Wundertorte Fräulein Kelch für immer ins Leben zurückbringen, ganz ohne Platztausch? So ist es, aber das Rezept erfordert Zutaten, die im Besitz der schrecklichsten Gegner sind. Wenn die Wundertorte Fräulein Kelch ins Leben zurückbringt, werden wir diese Zutaten besorgen. Oh. Hey, und die kleine Sanduhr ist wieder da. Hallöchen. Lange nicht gesehen. Haltet die Augen offen, ihr furchtlosen Tassen. Das Sammeln dieser Zutaten wird euch auf die Probe stellen. Aber denkt dran, bei jedem Gebäck sind Herz und Seele die wichtigsten Zutaten. Oh Leute, der Artstyle ist so, so unglaublich gut. Alter Schwede, das ist so schön gezeichnet. Ich habe das Gefühl, das sieht noch ein bisschen besser aus als das Hauptspiel sogar.
Tarts and Cakes, Pastry and Pies. Außerdem hat der Salzstreuer voll den Beat drauf, alter Schwede. Naja. Eines noch, Freunde, vergesst nicht, diesen schicken Glückskeks mitzunehmen, wenn ihr als Fräulein Kelch spielen wollt. Okay, Ausrüstungsmenü. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe den falschen Spielstand genommen. Eine Sekunde, Minicut. Und zack, Save-File gewechselt. Ja, ich hatte natürlich noch einen 100% Speicherstand aus meinem ursprünglichen Cuphead-Let's Play. Da habe ich ganz viel freigeschaltet. Ja, und die Sachen, die würde ich ganz gerne noch nutzen. Also eventuell. So, was haben wir denn hier? Astralkeks, das ist ja der neue Gegenstand oder das neue Amulett. Als Fräulein Kelch spielen, nutze ihren Doppelsprung, Sprintblock und ihre Schutzrolle. Ja, klingt interessant. Außerdem gibt es zwei neue Amulette offensichtlich. Also insgesamt dann drei. Dann haben wir die Superkunst, Spiralsäule, Schildkumpel, Geisterangriff. Boah, ich nehme mal die Spiralsäule. Wie sieht es bei den Waffen aus? Oh, es gibt drei neue Waffen. Ja, wobei, ich bleibe erstmal bei der Kartätsche. Und ich nehme mal den Jäger. Hohe Reichweite. Genau, damit musste man nicht zielen. So, sonst noch irgendwas? DLC. Oh, gibt gar nicht so viele Bosse anscheinend. Boah, Leute, das war so eine Arbeit. Ich erinnere mich. Holy moly. Ich habe bei König Würfel A erreicht und beim Teufel A minus. Nicht schlecht. So, jetzt schauen wir uns aber um. Genug geschaut. Also im Menü genug geschaut. Ich will erkunden. Hallöchen. Achso, da kommt man nur zurück. Ja, sorry, dann gehen wir wieder. Apropos gehen. Wieso kann ich da nicht lang gehen? Das sieht so nach Secrets aus. Naja. Ihr kennt mich ja. Ich muss alles nach Secrets absuchen. Hallo, mein Kleiner. Extrablatt, Extrablatt. Konditormeister Salzbäcker als bester Konditor ausgezeichnet. Ui, ihr seid die beiden Tassen, die den Teufel erledigt haben, oder? Diese Insel ist hart, aber wenn ihr den Kerl besiegt habt, dann könnt ihr es mit allem aufnehmen. Hier, Leute, hier habt ihr ein bisschen Kohle, weil ihr der Welt einen Gefallen getan habt. Ui, drei Goldmünzen, dankeschön. Ja, und da vorne sehe ich auch schon direkt den Shop. Schwarzes Laden. Ja, lange nicht gesehen. Alte Schwarze. Zielschuss. Ex-Schutzturm. Gerader Schuss mit hohem Schaden. Boah, Herzring. Parieren für TP. Erhalte ein TP bei deiner ersten, dritten und sechsten Parade. What? Das ist ja richtig OP. Ja, das könnte mein Gegenstand werden. Naja, dann haben wir den Streuschuss. Ex-Elektroblitz, durchbohrender Dreierschuss. Ja, kaputtes Relikt, eine Münze, unbekannt. Einfacher Tant, oder Tann, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Unbekannter Herkunft. Ich kenne das Wort Tant jetzt nicht. Sieht so ein bisschen aus wie, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. So ein Schlaffänger oder so heißen die, glaube ich. Dreamcatcher, ja. Naja, und da haben wir den Bogenschuss, 4 Münzen, Ex-Wirbelsturm, Schnellfeuer mit bogenförmiger Schussbahn. Boah, das klingt sogar am interessantesten, aber ich habe leider keine 4 Münzen. Boah, der hat die Preise aber angezogen hier, ne? Ja, schwarzes Laden, auch von der Inflation betroffen anscheinend. Wer kennt's nicht aktuell? Hallo. Endlich haben wir Publikum. Gleich geht die Siegerehrung für den Kletterwettbewerb los. Zweiter Platz, verdammt! Ich wollte doch eigentlich ganz nach oben. Als Gewinner geht's für mich nur nach oben. Immer links auf der Überholspur. Ah, schlechter als letztes Jahr. Ein Platz nach unten, ich bin nur noch Dritter.
Oh. Ich denke mal, das ist der nächste Boss. Oh, was ist denn da los? Schauen wir uns gleich an. Ich wollte mir das Ding hier vorne noch angucken. Rezept für Fräulein Kelch. Kann man jetzt hier backen, oder was? Wie bei Cooking Mama. Kann man da überhaupt backen? Ich weiß es gar nicht. Heißt ja Cooking Mama. Naja. Recipes. Paradesprint. Pariere für den Geschmack. Ein kleiner Sprint genügt. BB, Doppelsprung. Gibt zwei Sprünge hinzu. Oh, das ist wirklich so ein kleines Rezept. Eine Mischung aus Rezept und Tutorial. Das ist ja eine witzige Idee. Und unten Y-Ausweichrolle. Streue eine Prise Unsichtbarkeit darüber. So Paradesprint. Ja, Cuphead und Mugman parieren ja mit BB. Bei mir. Boah, okay, ja, spielt sich schon anders, tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn ich den Keks ausgerüstet habe, dann kann ich ja kein anderes Amulett nehmen. Heißt, ich kann mich zum Beispiel nicht unsichtbar machen. Boah, weiß ich gar nicht, ob ich die so gut finde. Ja, müssen wir einfach mal ausprobieren, ne? Hauptsache, wir haben eine neue Münze. Oh, die kleine Sanduhr. Im regulären Let's Play habe ich die immer Sandy genannt und das hat voll viele Leute aufgeregt. Deswegen mache ich das diesmal nicht. Gott, haben wir hier die Brennerbande. Hoch die Tassen, ey. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt diesen Wirbelsturm. Ne, Wirbelsturm hieß das Ding nicht. Bogenschuss, genau. Ja, und dann schauen wir uns oben rechts den ersten Boss an. Sah ja irgendwie so ein bisschen eisig aus. Ja, ich meine, das Prozedere kennt ihr ja schon. Boss starten, sterben, 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 Taktik ausarbeiten und irgendwann werden wir den schon besiegen. Und zwar Rübezahl Rumpelstein in kein bisschen gnomisch. Ja, wir spielen natürlich auf normal. Oh Leute, jetzt bin ich aber auch gespannt. Ah, ich freue mich auf die neuen Bosse. Die sind mit Sicherheit wieder richtig, richtig gut animiert. Ah. Oh nein. Oh, mit so kleinen Zwergen. Nein, sieht das süß aus. Ey, oh, 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 oh. Okay, also unten kriege ich anscheinend keinen Schaden. Schon mal gut zu... Ah, ja. Doch, ich kriege nicht Schaden. Boah, ich bin vollkommen überfordert gerade. Moment. Es passiert so viel auf dem Bildschirm. Also erstmal das Wichtigste, die kleinen Zwerge unten, die sind super niedlich. Was? Oh, was macht der Bär? Gut, also von vorne kommen so Wölkchen. Unten kann ich kurz stehen bleiben, aber nur so ganz kurz. Manche Wölkchen kann man parieren anscheinend. Dann kommt von oben diese Gänse und von links kommt anscheinend so ein Bär. Erstmal das Wichtigste. Ich wechsle jetzt mal auf Cuphead und ich nehme die Rauchbombe. Soll ich beim Jäger bleiben? Ich bleib beim Jäger. Oh, Falling Rocks. Nein, also diese Zwerge, die sind wirklich, die sind Zucker. Gies Xing. Gut, einfach nur ducken. Das Problem ist, die Zwerge unten. Die ballern die ganze Zeit. Wait. Boah, das war ganz schön hart hier auszuweichen. Ja, du blöder Bär, verzieh dich. Moi, 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 moi. Hey, und das war schon die erste Phase. Ja, war jetzt aber nicht so hart. Oh nein, oh, jetzt hat er so Handpuppen. Ja, die Boss-Designs. Mega, weiterhin. Ich denke mal, einfach nur nach oben ballern. Ja.
Ah, so eine Köstlichkeit. Meine Hände sind für euch bereit. Ja, war ein vernünftiger Versuch. Sollte mich hier definitiv aufs Ausweichen konzentrieren. Dieser kleine Zwerg mit dem Hammer, macht der hier eigentlich die Plattform kaputt? Scheint jedenfalls so. Ah, jetzt war ich zu mutig gerade eben. Ja, wobei die erste Phase, die ist ja wirklich nicht so übel. Vor allen Dingen mit der Kartätsche. Ja, mit dieser Unsichtbarkeit ist das hier auch relativ leicht, würde ich sagen. Also zumindest machbar. Ich versuche es erstmal ohne den Superangriff. Ich habe schon gesehen, es gibt eine dritte Phase. Ich spare mir den Superangriff mal auf. Ah, Neustart. Also mein Ziel sollte es auf jeden Fall sein, in dieser Phase hier keinen Schaden zu bekommen. Und das müsste drin sein. Ja, so viel dazu, ne? Hat jetzt nicht ganz... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hat nicht ganz so gut geklappt, wollte ich gerade sagen. Gut, da muss ich mehr auf die Zwerge achten unten. Ja, ich muss aber auch erstmal wieder reinkommen. Ich habe es halt auch echt lange nicht gespielt. Ja, die Gänse sind tatsächlich nerviger als dieser Bär. Ich würde sagen, jetzt gerade läuft es ganz gut. Habe aber auch Glück mit den Spawns der Zwerge unten. Ja, 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 ja. Ist trotzdem noch in Ordnung. Ja, und jetzt muss ich halt Schaden raushauen. Ohne Ende in der Phase. Man sieht aber auch, wo die Zwerge nach oben klettern. Also... hier muss ich mich auf jeden Fall konzentrieren. Aber ihr seht schon, es wird auf jeden Fall besser. Ah, schade, da hat mich der Zwerg erwischt. Man muss aber auch wirklich extrem viel Schaden machen, ne? Um in die letzte Phase zu kommen. So, jetzt nochmal die erste Phase, aber mit mehr Mühe geben. Ja, je weiter man vorne steht, desto schwieriger ist es natürlich hier auch auszuweichen. Ihr merkt schon, ich bin voll konzentriert gerade. Na, das war doch mal definitiv eine Verbesserung. Thank you.
Komm schon, ich will die dritte Phase sehen. Mann, wie viel halten die Hände denn aus? Na, schau mal einer an. So, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt geht das in seinem Magen weiter. Gut, Plattform, Plattform, Plattform. Hä, was soll man denn? Jetzt verschwinden noch die Plattformen. Achso, ah, Moment. Oh, 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 oh. Gut, damit kann man neue Plattformen spawnen, anscheinend. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich war gerade so ein bisschen irritiert, weil hier nach und nach die Plattformen verschwunden sind. Aber ja, hier seht ihr mal wieder, dass diese Jägerwaffe wirklich auch sehr, sehr nützlich ist. Ich könnte auch meinen Superangriff benutzen, aber ich weiß gar nicht, ob ich ihn da oben treffe. Ja, toll, da hatte ich jetzt mehr Nach- als Vorteile durch. Nice, und das war's. Hey, wir haben es geschafft. Ja, ich würde aber sagen, das war doch gar nicht mal so schlecht, ne? Wie sehen denn die Ergebnisse aus? 2 Minuten 13, ja. Parieren 2 von 3, Supermeter 5 von 6, Fertigkeiten Stufe 2, B-Rang wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich schon fast gedacht. Aber B-Rang ist in Ordnung. Mit einer 2 in der Schule war ich auch immer zufrieden früher tatsächlich. Oh, so ein schöner Boss. Hey, da unten rechts geht's weiter. Was ist das denn? Du hast Gnombeeren erhalten. Ach, das ist so eine Zutat. Nein, sehen die lecker aus, die Dinger. Und die wackeln. Das macht mich natürlich ein bisschen misstrauisch. Aber die sehen wirklich köstlich aus, die Teile. Nun denn, was haben wir denn hier vorne? Königssprung. Ja, wobei anscheinend kein Boss-Level. Was ist das denn? Das ist ja voll schön. So ein fliegendes Schloss im Hintergrund. Oh nein. Oh Leute, die Entwickler, die haben sich so unglaublich viel Mühe gegeben. Das sieht so hübsch aus alles. Schönen guten Tag. Seid gegrüßt, ihr Tassen. Ich heiße euch in meinem schwebenden Palast willkommen. Ich bin der wahre König, der König der Spiele. Aus weiter Ferne habe ich euch mit Eifer und Bestimmtheit kämpfen sehen. Und seht, ich gewähre euch einen Platz in meinem königlichen Turnier. In diesen Kämpfen sind eure Waffen und Zauber nichts wert. Ihr müsst meine Recken anders besiegen. Siege und Reichtümer, und jetzt auf in den Kampf. Ja, so viel zum Thema kein Boss. Gehen wir einfach mal rein, ne? Einfach mal gucken. Oh, ah, das sind Bauern. Wahrscheinlich. Und ich kann tatsächlich nicht ballern. Also meine Knarre ist hier deaktiviert. Ich denke mal, ach, man muss die wahrscheinlich einfach nur wegparieren. Und ich schätze mal, boah, dann gewinnt man. Wobei, wisst ihr was? Voran, voran, eure Chance auf den Sieg ist vertan. Wisst ihr was? Wir könnten hier doch einfach mal Fräulein Kelch spielen. Denn ich glaube, dieser Sprintblock, der ist hier von Vorteil. Den restlichen Kram brauche ich hier eh nicht. Na, da ist sie ja. Ja, damit ist es viel leichter. Ja, so viel dazu. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Der Fairness halber muss ich aber auch sagen, es ist schon ein bisschen tricky. Das ist voll gemein, wie sie mich ausbuhen. Muss ich überhaupt springen? Nee, muss ich gar nicht. Ich dachte immer, ich müsste so ein bisschen springen, um die Köpfe zu erwischen. Ja gut, dann ist es sogar noch leichter.
Schaffe ich es, ohne getroffen zu werden? Ah, leider nicht. Aber ich denke mal, gewinnen werden wir hier. Nice! Und da ist er, der Knockout. Oh, so kleine Geister. Ach Leute, ich bin so verliebt in das Spiel. Das ist so süß. Und das ist so schön gezeichnet. Richtiges Wohlfühlspiel für mich. In welch kurzer Zeit ihr diesen Recken bezwungen habt, ihr tapferen Tassen. Eure Belohnung, unermessliche Reichtümer. Naja, zwei Münzen, unermessliche Reichtümer. Lassen wir mal so stehen. Und überdies gewähre ich euch freien Eintritt für den nächsten Kampf. Oberhalb des Tores war auch so ein Bauer abgebildet. Was haben wir da? Den Springer. Ja, den schauen wir uns heute aber nicht mehr an. Wir können ja mal gucken, was es unten noch so zu sehen gibt. Also im Hauptspiel gab es ja mehrere Geheimgänge. Ich hoffe, hier gibt es auch so ein paar Geheimgänge. Ja, da haben wir den nächsten Boss. Ah, schaut mal, hier kann man überall hochgehen. Oder an mehreren Stellen offensichtlich. Mortimer Frost, Kampf dem kalten Kult. Schade, da kommen wir noch nicht rüber. Ja, hier wird wahrscheinlich eine Brücke freigeschaltet, sobald wir den Boss hier vorne besiegt haben. Kann man hier nirgendwo hintergehen? Aha, wusste ich's doch. Ja, ist so typisch Cuphead. Und da haben wir eine Goldmünze. Ja, wobei weiter geht's hier nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass man hier vielleicht zum Strand runterkommt. Na, aber immerhin. Habe ich ja ein Geheimnis gefunden. Was ist jetzt los? Ja, oder ich habe einfach mal zwei Geheimnisse gefunden. Anscheinend kann man da hinter dem Wasserfall noch langlaufen. Ja, schönen guten Tag. Neues Gebiet. Ja, quasi durchgespielt, das Spiel. Das jaulende Jagdgeschwader, die tollkühnen Hunde. Boah, da kommt noch einiges auf mich zu, glaube ich. Sag, junger Freund, ich bin einem Geheimnis auf der Spur, komme aber nicht weiter. Der Wettbewerb, das zerbrochene Artefakt, der unheimliche Friedhof. An allen drei Orten habe ich mächtige Astralenergie entdeckt. Es muss eine Reihenfolge und Methode geben. Der Wettbewerb? Ach, dieser Kletterwettbewerb oben. Das zerbrochene Artefakt und der unheimliche Friedhof. Ja gut, das scheint ja irgendwie zusammenzuhängen. Ja, müssen wir uns später mal richtig mit beschäftigen. Joa, dann gehen wir jetzt noch einkaufen. Und ich würde sagen, dann war es das auch für heute. Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Herzring. Ah, davon hat wahrscheinlich das Gespenst gesprochen, ne? Na, egal. Ich möchte jetzt erstmal diesen Ring haben. Ja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Brennerbande hoch die Tassen. Das klingt interessant. Ja, und wie es hier weitergeht, liebe Leute, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.